Es war der größte Fehler in meinem ganzen Leben. Und dann hat er ihn gefragt, findest du dich selber hübsch? Er ist eine 10 von 10, mag deine Mutter nicht. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Also, ihr wisst ja, ich habe, also zumindest die meisten wissen, dass ich gestern ein Sticker in meiner Story getan habe, weil ich hatte keine Idee für ein Video. Dann habe ich gefragt, habt ihr Lust auf ein Q&A? Und ihr meintet ja. Deswegen dachte ich mir, wir drehen heute einfach mal ein Basic Q&A Video und ja. Ich hoffe auf jeden Fall, euch gefällt das Video. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da, drückt die Glocke und abonniert mich. Oh Gott, ich würde sagen, wir starten und währenddessen mache ich mich auch noch fertig. Auf jeden Fall, ich wollte nur sagen, ich drehe jetzt das Video mit den ganzen Fragen auf Insta, die ihr mir gestellt habt. Und dann kommt nächste Woche, also wahrscheinlich so Donnerstag, denke ich mal, ein Video, weil ich habe auch in meinem Community-Tab gesagt, haut mal ein paar Fragen raus. Deswegen kommt da dann auch ein Video von Fragen, die ihr mir halt nur auf YouTube gestellt habt. Ich glaube, ihr wisst, wie ich meine. Auf jeden Fall, wir fangen jetzt gleich mal an. Warte, ich brauche irgendeine Spange, weil sonst hängen mir meine Haare in mein Gesicht. Und das wollen wir nicht. Ich hole gleich die Fragen raus, aber ich muss mich erst ein bisschen vorbereiten. Wow. Ich stelle es jetzt einfach mal hier hin und fange normal an. Okay, die erste Frage ist, was sind deine Lieblingschips? Und also, ich weiß nicht, ich habe nicht so direkt Lieblingschips, weil manchmal habe ich mehr Bock so auf. Ich benutze immer als erstes hier Serum. Warte mal, kurz aus dem Flow gekommen. Also, es kommt bei mir wirklich drauf an, manchmal, ich habe mehr Lust auf so was Süßeres, so zum Beispiel diese Pombeeren oder... Ja, keine Ahnung, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und manchmal habe ich auch Bock einfach nur auf diese Paprika-Chips, die ist von Funny Frisch. Aber ich weiß nicht, welche ich am liebsten mag. Ich glaube, Pommes, weil ich liebe es. So, dann hat jemand gefragt, wann hast du Geburtstag? Ich habe am 25. August Geburtstag, was gar nicht so cool ist, weil ich wirklich immer in den Sommerferien Geburtstag habe. Aber halt so Ende Sommerferien, wo halt fast alle im Urlaub sind. Ja, und ich bin meistens auch die Jüngste in der Klasse, weil ich werde ja nie in einem Schuljahr, habe ich ja Geburtstag. Ich habe ja immer erst in den Sommerferien Geburtstag. Und die meisten haben halt so Oktober oder so Geburtstag. Wisst ihr, was ich meine? So, dann hat eine gefragt, was ist die beste Mascara? Ich finde die zwei, also die Sky High und die hier. Und manchmal aber auch die. Also es ist echt immer unterschiedlich. Aber ich finde, Maybelline hat die besten Mascaras. Oder die von Catrice, die Glam & Doll. So, dann hat eine gefragt, was ist das beste Victoria's Secret Parfüm? Brauche ein paar Empfehlungen. Kannst du mich grüßen? Heißt Emilia. Also erstmal viele Grüße, Emilia. Und also, oh Gott, ich finde, das beste Victoria's Secret Body Spray ist... Boah, schwierig. Ich finde, die zwei wartet. Also einmal Mango Temptation. Ja, das habe ich zu Weihnachten bekommen. Aber ich finde, das riecht gut, weil es ist nicht so krass süß. Und es ist irgendwie, es hat diesen Mango-Vibe. Oder wenn du es halt so richtig süß magst, dieses Bear Vanilla oder so, wie das heißt. Keine Ahnung. Aber das ist halt richtig süß. Aber es riecht gut. Schwierig, aber ich finde die am besten eigentlich. Oder... Das blaue hier. Das ist bei mir auch schon fast leer, weil das war mein... Ich glaube, das war mein erstes. Leute, ich weiß nicht wieso, aber heute ist mein Gesicht so trocken, ne? Das ist komisch. Wann gehst du mal wieder bei Insta Live? Also, ich versuche es mal wieder zu machen, aber das ist mal schwierig, weil ich bin in letzter Zeit so oft draußen und so. Und das ist immer, ich habe Langschule jeden Tag, außer freitags. Und das ist dann ein bisschen schwierig immer, weil ich immer so müde nach der Schule bin. Und dann lege ich mein Bett, da mache ich einen langen Mittagsschlaf, gefühlt bis 21 Uhr. Und dann ist halt immer schwierig, aber ich versuche auf jeden Fall wieder dahin zu gehen. Und dann hat einen gefragt, findest du dich selber hübsch? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich... Warte mal. Ah. Also ich... Wie soll ich sagen? Ich finde mich selber jetzt nicht so, dass ich so in den Spiegel schaue und so war, wie hässlich, aber jetzt auch nicht so. Oh mein Gott, ich bin so schön. Also normal, glaube ich. So, dann hat eine gefragt, was für ein Handy benutzt du?
Nee, welches Handy hast du? Was für ein, welches Handy benutzt du? Ich benutze. Warum sage ich die ganze Zeit benutzt? Ich habe das iPhone 13 Pro. Aber Leute, ich will jetzt nicht sagen, dass sich das so krass lohnt. Also es gibt. Ich fand das iPhone 11 genauso gut so. Einer hat gefragt, spielst du noch Roblox? Nein, ich spiele nicht mehr Roblox, nur manchmal so aus Spaß mit Freunden, so wenn uns richtig langweilig ist. Ich spiele so, dieses eine Spiel, wo man so ein Boot bauen kann. Das bockt richtig. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich so denke, so, oh mein Gott, ich will Roblox spielen, ich liebe Roblox. Weil, wo ist mein Beauty-Spawn? Keine Ahnung, so krass fühle ich es jetzt auch nicht mehr. Und ich habe damals so viele Robux, so viel Geld für Robux ausgegeben. Ich bereue es. Leute, mein Beauty-Spawn ist weg. Ich brauche den, ich verblende das jetzt nicht alles mit den Händen. Ich habe gerade so meinen Beauty Sponge gesucht, dass ich das so verblenden kann. Danach, ich mache so meine Schublade zu. Ich höre nur, wie irgendwas so Schaum oder so irgendwo rausgeht. Alles ist gerade voll damit. Ich versuche das jetzt mit dem Pinsel zu verblenden, auch wenn ich es absolut nicht mag mit einem Pinsel. Yeah. Aber egal, machen wir weiter. Ich verblende halt gefühlt alles mit meinem Beauty Sponge, aber egal. Einer hat gefragt, was ist dein Lieblingslied? Boah, da kommt's, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwie gesagt, es kommt bei mir sehr auf die Stimmung drauf an. Aber ich kann so ein paar Sänger sagen, also ich mag Eminem total gern, weil ich finde seine Musik, das hat so einen Vibe. Crow, aber mehr, ich weiß nicht, so, es gibt nur so ein paar neue Lieder, die mir wirklich gut gefallen. Ich finde die alten an sich ein bisschen besser so, aber keine Ahnung, ich finde seine Lieder gut. Und warte, ich habe eine Playlist. Aliva. Oh Gott, wie konnte ich die vergessen? Und dann halt noch so ein paar Lieder, so I Wanna Be Yours. Und hier so ein paar Lieder. Kann die Playlist auch mal in meine Story tun, wenn ihr wollt. So, machen wir jetzt weiter. Kriegst du Taschengeld? Wenn ja, wie viel? Also, ich habe mal eine Zeit lang Taschengeld bekommen, aber irgendwie haben wir das jetzt vergessen. Keine Ahnung. Halt, ich brauche es gerade nicht, weil ich habe ja ein paar Sachen, vielleicht habt ihr es mitbekommen, so auf Vinted verkauft. Und das war eigentlich schon so Taschengeld so. Aber gerade bekomme ich keins. Aber ich brauche auch gerade eigentlich keins. Wenn du ein Tier sein könntest, welches willst du dann? Welches würdest du sein? Nee. Wenn du ein Tier sein könntest, welches und was willst du mal werden? Hä? Ach so, das sind zwei Fragen. Oh mein Gott, ich bin so sehr. Okay, ein Tier. Ich glaube, ein Vogel. Weil ich kann dann so überall hinfliegen. Wisst ihr, wie ich meine? Also irgendein Vogel, der schön aussieht und fliegen kann. Jetzt nicht so eine Taube. Aber ja. Es geht eigentlich echt gut mit dem Pinsel, Leute. Ich glaube, ich mache das öfters. Wie viel hat es gekostet, deine Haare zu färben? Also, das ist ja jetzt schon ein bisschen länger her. Ich weiß es halt nicht mehr. Aber es war der größte Fehler in meinem ganzen Leben. Weil ich weiß nicht, hier sieht man noch diese eine sehr blonde Strähne. Ich habe ja nur so ein paar Highlights gemacht. Das ist jetzt auch fast alles rausgewachsen, außer das da vorne. Und das, meine Haare sind hier vorne richtig abgebrochen. Die waren so lang und die waren halt dann noch so kurz. Und das tut ein bisschen weh. Ich muss diesen Pickel hier abdecken. Aber wie viel es gekostet hat, weiß ich auch nicht. Und ich empfehle es euch auch nicht, Leute. Blondiert eure Haare nicht. Oder irgendwo, wo es wirklich gut gemacht wird. Also informiert euch da ein bisschen. Sind du und Ava noch Freunde? Ja, sind wir. Habe ich da jetzt schon wieder Concealer hin? Ja, bin ich nicht dumm. Sind wir, aber wir haben relativ wenig Kontakt, weil wir, wie ihr wisst, weiter weg wohnen. Wo gibt es das Body Spray? Also ich denke, du meinst es von Victoria's Secret, weil ich das in meiner Story gezeigt habe an dem Tag. Und es gibt es bei Müller gerade wieder. Das gab es mal eine Zeit nicht mehr und jetzt gibt es wieder. Und ich hoffe auch, das bleibt da, weil ich liebe Victoria's Secret Body Sprays. Oh Gott, heute ist ein wimpernschlechter Tag. Bad Lash Day. So, wo kriegst du deine Crop Tops immer her? Also viele habe ich jetzt von Zara. Die meisten hole ich aber einfach bei H&M. Nee, hä? Bei New Yorker. Oh mein Gott, mir ist der Name gerade nicht eingefallen. Oder ich bestelle die bei Bershka. Aber eigentlich New Yorker halt hat die meisten Crop Tops so. Seit wann machst du YouTube? Ich glaube, ich mache YouTube jetzt schon seit 4 Jahren. Was, 7, 8, 9, 10. Oh mein Gott, Leute, ich mache YouTube schon seit 5 Jahren. Also ich mache es schon seit
5 Jahren, was eigentlich voll krass ist. Seit ich 7 bin, glaube ich. Oder 8. Also, ich habe ja angefangen mit meinem Bruder und meiner Mutter. Und dann irgendwann, mein Bruder wurde zu alt, hat er gesagt. Und will das nicht mehr. Dann war ich meine Mutter und dann habe ich es alleine irgendwann gemacht. Guck, seht ihr, wie gut diese Wimpern sind? Die sind richtig schön so abgetrennt und keine Ahnung. Und die sind richtig verklumpt. Mag ich nicht. Kannst du mal einen Vlog in der Stadt machen? Das Ding ist, Leute, ich habe Angst, dass ihr mich stalkt. Weil wenn ich in der Stadt einen Vlog mache, dann sieht man halt so fett, wo ich wohne. Weil wenn ihr in der Nähe oder so wohnt, dann wisst ihr ja genauso, wie das alles aussieht und so, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen wahrscheinlich eher nicht. Ja, sorry. Aber, nee. Okay, machen wir weiter mit den Fragen. Was ist dein Lieblings-Emoji? Mein Lieblings-Emoji? Der Heul-Emoji in Kombination mit dem Totenkopf-Emoji. Dann dieser, der so macht, so. Aber so mit so einem Herz oder so. Nicht so auf Pick-Me-Basis, sondern so basic so. Und der so komplett rot ist, mutig diese Träne ist und diese, also der so heiß ist. Warte nicht. Da, das sind meine Lieblingsmodis eigentlich. Also, ihr müsst euch die Reihe wegdenken. Nur die. Die benutze ich so am meisten. Und diese Mutter-Emojis, dieser Affe und so, und dieser Daumen nach oben und dieser Lächelnde und so, das ist alles aus Jokes. So. Ich schreibe nicht so und so. Nee. Was ist euer nächstes Urlaubsziel? Also wir fahren in den Pfingstferien auf der AIDA. Und da sind ja dann so mehrere Urlaubsziele, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ich würde gerne mal nach. Keine Ahnung. Boah, ich mag es einfach überall, wo es warm ist. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag es nicht so, wenn man jetzt so irgendwo ist, wo es fast genauso warm ist wie in Deutschland. Weil das ist dann so. Da muss ich nicht in Urlaub fahren, so außer ich gehe jetzt Skifahren oder so, aber da ist einfach auch immer noch kälter. Also entweder da, wo es ganz warm ist oder ganz kalt. Aber ich bevorzuge warm. Handy-Hintergrund. Das hier. Das habe ich alleine, weil ich habe keine Freunde, die das andere Herz macht. Aber ich habe noch niemanden gefragt. Also Leute, wer will hier meine zweite Seite sein? Kommt her. Wo warst du schon alles im Urlaub, hat eine gefragt. Ich war schon in der Türkei. Wo war ich? Also Türkei, Korsika, Italien, Frankreich. Und halt so, wo man Skifahren geht, so Österreich und so, glaube ich. Aber ich war noch nie so wirklich weit, weit weg, außer jetzt die Türkei. Darfst du Red Bull trinken? Ja, darf ich, aber halt nicht zu viel. Meine Mutter sagt, ja, jetzt reicht es auch mal langsam. Und dann sage ich so, okay. Aber ja, darf ich. Ich bereue es gerade jetzt schon, dass ich mich geschminkt habe. Gell? Heute wäre so ein Tag, ich hätte ungeschminkt bleiben sollen. Was ist dein Lieblingsessen? Sushi und Pizza und Nudelauflauf. Kannst mal alle deine Ketten zeigen und vielleicht auch sagen, woher die sind. Zeig dir sie mal. Warte, ich muss ein bisschen Platz machen. Ich habe das alles in diesem Links hier. Okay, das sind viele. Ich habe die hier von... Das ist so von Vivienne Westwood, aber fake. Weil, zu teuer. Die sieht so aus. Die ist von Amazon. Ich glaube, die ziehe ich jetzt auch an. Und die habe ich... Zweimal, weil ich habe mir die von meinem Bruder und von meinem Vater zu Weihnachten gewünscht. Was jetzt nicht so schlau war, aber egal. Bin ich dumm? Hä? Also ich habe es nach 100 Jahren auch mal geschafft. Auf jeden Fall, die habe ich zweimal. Und dann habe ich noch eine, die sieht fast so ähnlich aus. Da steht hier einfach nur Baby. Die ist von New Yorker. Ja... Ich finde sie nicht so schön, aber man kann sie anziehen. Zu coolen Outfits vielleicht mal, aber ich habe die seit Jahren nicht mehr angehabt. Dann habe ich hier so eine Basic Smiley Kette. Die sieht im Urlaub immer ganz schön aus, wenn man so ein bisschen braun ist. Aber jetzt, die gibt mir noch zu sehr Sommer-Vibes. Die ziehe ich im Sommer mehr so an. Und ich mag es halt nicht, dass die so fest ist. Also, ja, weiß ich jetzt nicht. Ist okay. Warte, ich muss jetzt wieder hier reinbekommen.
Also dann habe ich hier eine mit Schmetterling. Die habe ich einfach selber gemacht bei einer Freundin. Die hat die, glaube ich, von Amazon, diese Schmetterlinge. Die finde ich auch ganz schön. Ich habe da halt hier zu wenig Perlen benutzt, aber egal, ich mag die. Dazu habe ich noch ein passendes Armband gemacht, auch mit einem Schmetterling, aber ist nicht so wichtig. Dann schon wieder eine selbst gemacht, und zwar die hier. Die hatte ich im Urlaub die ganze Zeit an, glaube ich sogar. Immer hier so. Die gibt mir auch richtige Vibes. Das sieht am Strand richtig schön aus mit der, finde ich. Dann habe ich von Müller die hier. Mit einem Herz Basic. Dann von New Yorker, die war mit dieser einen Kette im Set. Oh, da ist der Anhänger abgegangen. Einfach so eine goldene Kette mit so einem Anhänger. Dann habe ich so zwei richtig hässliche Ketten, die aussehen wie Halsbänder. Ja, ich weiß nicht, wieso ich die habe. Ich glaube, ich habe die mal geschenkt bekommen oder so, aber ich ziehe die eigentlich nie an. Dann habe ich noch die hier, die ist auch selber gemacht. Ja, und noch so ein Armband. Und dann habe ich noch die Kette hier. Die ist von Pure Lay und das ist auch eine meiner Lieblingsketten. Ja. Sehr schön. So, ich packe jetzt noch ein bisschen Lipgloss auf meine Lippen. Lieblingsserie Outer Banks und weiß ich gerade nicht. Outer Banks auf jeden Fall. Und Ginny und Georgia. Aber Outer Banks mehr. So. Dann hat Emma noch gefragt, hast du noch Kontakt mit Emma? Ja, habe ich. Das Ding ist, Emma und ich kennen uns schon seit 2 Jahren. Oh mein Gott, seit 2 Jahren. Und wir haben uns noch kein einziges Mal getroffen, weil die Alte ja so weit weg wohnt. Zieh mal ein bisschen mehr zu mir, Emma. Grundschulfoto. Warte. Leute, nee. Ich weiß nicht, ob das... Nein, wartet mal. Oh Gott, ich brauche ein schöneres. Oh Gott, das ist jetzt echt unangenehm. Ich glaube, das war in der Grundschule. Ja, okay, reicht. So. Bist du schon mal umgezogen? Wenn ja, wie oft? Also ich bin noch nie umgezogen. Ich hoffe auch, dass wir nicht umziehen, weil ich bin hier aufgewachsen. Ich will hier bleiben. Aber ja, ich bin noch nie umgezogen. Das geht jetzt eigentlich. Wo ist meine Bürste? Hier. Hassprodukt bei Rossmann. Boah, Leute, ich kann es doch jetzt nicht sagen hier. Ich supporte Rossmann. Nee, ich weiß es echt nicht. Ich hatte noch nie so ein Hassprodukt. Weiß ich gerade echt nicht. Schwierig. Ich mag diesen Camouflage-Concealer nicht von Essence, aber das ist jetzt kein richtiges Hassprodukt. Woher ist deine Kette mit dem Planet? Ja, die ist von Amazon. Ich habe den Link auch in meiner Story, Leute. Hast du schon mal die Serie Outer Banks geguckt? Wenn ja, wie fandest du sie? Ich fand sie mega. Ich liebe sie. Wie machst du deine Skincare-Routine? Also am Abend benutze ich immer nur dieses Spray hier. Und wenn ich so ein paar Pickel habe, dann tue ich das hier drauf. Und in der Früh benutze ich, ja, hat man ja gesehen, diese Creme hier und davor noch dieses Feuchtigkeitsserum. Wo kaufst du immer deine coolen Hosen und Hoodies? Also Hoodies wisst ihr ja schon, die meisten halt bei Zara oder Bershka und so. Und meine Hosen kaufe ich fast nur bei Bershka. Ja. Deswegen ist, wenn ich die irgendwo kaufe, so im Laden, ich brauche die kleinste Größe, weil, also meistens zumindest, weil ich finde, bei Zara fallen die immer so groß aus. Und wenn ich die bestelle, dann ist halt meistens meine Größe da, wisst ihr, ich meine, das soll nicht pick me klingen mit der kleinsten Größe, aber, keine Ahnung, in der Kinderabteilung sind nicht so coole Sachen und bei den Erwachsenen, ja, ihr wisst, was ich meine. Wie geht es deinem Hamster? Dem geht super. Der hat mich heute in der Nacht aufgeweckt, weil seine Trinkflasche da ist so laut. Er hat einen Napf und eine Flasche. Und er trinkt nur aus der Flasche. Und es ist so laut, wenn diese Kugel die ganze Zeit nach oben und nach unten geht. Ich kann das nicht mehr. Wann hast du angefangen, dich zu schminken? Boah, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Erst so dieses Jahr so richtig. Und letztes Jahr habe ich immer so ein bisschen Lipgloss benutzt.
Spielst du immer noch Fußball? Nee, ich habe aufgehört. Boah, meine Stimme ist gerade richtig weg. Ich glaube, wir benutzen heute mal das Dior-Parfüm. Boah, das tut immer so weh, das zu benutzen. Ich weiß nicht. Leute, guck mal, wie wenig da noch drin ist. Also, das, Mann, das, ihr denkt euch ja zu hell voll viel, aber Leute, nee. Nee, nicht voll viel. Wie alt ist dein Hund? Also, der eine ist jetzt 8 und Berti ist 1. Machst du dir immer noch die Nägel? Nein, weil ich will sie mir machen, aber meine Mutter so, da gehen die kaputt, die Nägel. Und ich so, okay. Das Ding ist halt, ich fühle das nicht, dass die so kurz sind. Ich will sie auch wachsen lassen, aber ich ziehe das immer nicht durch. Das ist immer ein bisschen doof. Was ist dein Lieblingsshampoo? Also, ich habe selber noch keins, das ich wirklich so jedes Mal gerne benutze. Ich suche auch noch nach einem guten, aber gerade benutze ich von Glisscur dieses Pinke. Wie machst du deine Haare immer? Also, ihr wisst ja, also falls ihr mein letztes Video gesehen habt, ich will jetzt für einen Monat lang keine Hitze mehr benutzen und das habe ich auch gut durchgezogen. Ich habe die gar nicht gemacht, also die sind Natur aus, so ein bisschen dieses Gewellte, falls man das sieht, aber ja. Ich will sie auch nicht mehr glätten. Ich glaube, ich finde das sogar ein bisschen schöner so. Must-Haves von Rossmann und DM. Sky-Hype-Mascara. Und sonst dieses Haarparfüm ist richtig gut, finde ich. Ja, keine Ahnung, Leute. Wenn mich so jemand fragt, was braucht man unbedingt von DM, so wenn ihr mir sagt, was braucht man ungefähr unbedingt von Essence oder von Catrice, dann würde ich sagen, ja, von Catrice der Highlighter oder von Essence, keine Ahnung was, aber so von ganzen DM her, weiß ich nicht. In welche Klasse gehst du? Ich gehe in die 7. Klasse. Was ist deine Lieblingseissorte? Cookie und Vanille und Erdbeer? Boah, das ist auch unterschiedlich. Bei mir ist echt so, wenn ich auf was ich gerade Bock habe. Im Sommer mag ich mehr so dieses Fruchtige, so Mango oder so. Aber ich fühle auch manchmal komplett so Cookie und Schokolade. Boah, lecker. Boah, Leute, ihr habt so viele Fragen gestellt und ich finde hier keine. Nicht, ich bin gefühlt blind. Er ist eine 10 von 10, mag deine Mutter nicht. 0. Nein, ich finde es, wenn ich einen Freund hätte, das müsste so eine gute Stimmung sein. Wisst ihr, wie ich meine? So zwischen meiner Mutter und dem. Das wäre sonst komisch. Lieblingstrinken. Red Bull. Cola. Paulaner Spezi. Und Sprite. Was ist dein Snap-Score? Boah, weiß ich gerade gar nicht. Wartet. Mein Snap-Score 99. Ich hätte fast meinen Namen hier gezeigt. 49.000. So, Leute. Ich würde sagen, ich bin jetzt fertig. Und ich habe jetzt auch viele Fragen beantwortet. Ihr kennt jetzt mal wieder mein ganzes Leben. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst super gerne einen Daumen runter. Drückt die Glocke und abonniert mich. Ja. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich freue mich schon auf das Video am Donnerstag wahrscheinlich mit dem anderen Fragen noch? Auf jeden Fall. Tschüss. Adios.